Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS22 hier bei mir auf dem Kanal. Wir sind auf der Zilonka, die Map, die es dann auch im LS25 geben wird. Und wir haben hier mal ein bisschen vorgedattelt. So, wir sind im September, den August haben wir hinter uns gebracht, da passt es soweit. Jetzt sind wir im September. Im Prinzip gibt es drei Dinge zu tun. Zum einen haben wir ein Feld, wo wir jetzt Weizen aussehen werden. Dann haben wir ein Grasfeld, das wir mähen können. Wenn es auch nicht die ausgewachsene Stufe ist, aber ich möchte es trotzdem mähen, denn wir müssen auch ein bisschen aufs Geld achten. Und deswegen heißt es auch heute, die BGA in Betrieb nehmen. Eines nach dem anderen gehen wir erstmal los hier zu unserem Johnny, der ja schon vorher hervorragende Arbeit geleistet hat, der 6R, was jedenfalls die Ansaat angeht. Denn der Helfer kann hier ohne Probleme dann arbeiten. Haben wir denn genügend drin? Schauen wir mal. So, erstmal durch und zwar auf Weizen. Nicht so schnell, my friend. So, erstmal auf Weizen, den Deckel aufgemacht. Und dann hier zur Station gehen und mal ein bisschen nachtanken. Genau, Dünger müssen wir nachtanken. Sollte jetzt passen. Und ich muss jetzt gerade noch mal reinschauen, denn das letzte Mal hatten wir hier, habe ich hier vergessen, bei den Helfern hier die Helferbetankungen auszuschalten. Deswegen ging auch das Geld relativ zügig runter, weil hier Saatgut und Dünger direkt gekauft wurde und nicht aus meinem Bunker herauskam. Okay, aber ich denke, das passt so. Dann legen wir mal los und ich bin immer noch irritiert, was das Lenkrad angeht. Also irgendwie ganz, ganz merkwürdig, aber sei es drum. Wir fahren jetzt mal hier lang und fangen von unten an. So, Weizen ist eingestellt. Ich denke, das Material sollte reichen. Wichtig ist vor allen Dingen der Dünger. Ich glaube, Weizen braucht verhältnismäßig viel Dünger und das Feld ist blank. Warum ich das Ganze jetzt auch ansehe, das soll uns auch ein bisschen helfen, hier die Bodenbewertungen und somit auch den Bonus zu steigern für unsere Erträge, die wir dann anschließend irgendwann mal noch verkaufen werden. So, hier sind wir, da wächst auch schon jede Menge Unkraut. Gekalkt haben wir das Ganze. Sudele, dann fahren wir mal hier rein. Und ich bin ja auf die neuen Helfer gespannt mit Vorgewände und allem drum und dran. Wir werden das jetzt erstmal so abarbeiten, indem wir hier einfach mal den Kollegen starten lassen. Und dann schauen wir mal, was er daraus macht. Dann fahren wir eben am Schluss die Vorgewände. So, noch ein bisschen zurücksetzen mit der super, super Pronto 9 Meter von Horsch. Yo, so, dann Marsch. Hervorragend. Wir schauen mal kurz ins Kärtchen unten. Oh ja, da geht raus. Stickstoff ohne Ende. Und Körner gehen auch raus. Heieieiei. Naja, okay, ist dann so, ne? Müssen wir halt im Zweifel noch ein bisschen nachladen. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier gute zu tun mit dem Kollegen. Boah, und der macht auch ordentlich Krach. Und hat es auch ein bisschen im Oberarm, so wie es aussieht. Naja. Okay, so sieht es von innen aus. Hervorragend. Gehen wir wieder rüber zum Hof. Und was brauchen wir? Wir brauchen natürlich den anderen. John Deere. Da werden wir erstmal das Gewicht ablegen. Wo finden wir hier gute Plätze für unsere Gewichte? Ich überlege gerade, wo finden wir unsere Gewichte später wieder? Ach, packen wir es einfach hier vor Silo, oder? Das ist doch auf jeden Fall hervorragend. So, Gewicht ab. Dann holen wir uns jetzt das Mähwerk von Samasch. Und dann geht's raus aufs Feld. Dann geht's raus. Einmal Front. Und einmal das hintere gute Stück. Und wenn der Kollege dann läuft, das heißt, der Helfer arbeitet, dann schauen wir mal, dass wir uns ein bisschen Mist und ein bisschen Silage, so viel haben wir ja noch nicht, denn ich habe jetzt gesehen, das Maisfeld ist natürlich erst nächsten Monat fällig und dann können wir es erst häckseln.
Ich weiß zwar, dass man es angeblich auch früher häckseln kann, habe ich aber auch noch nie gemacht. Deswegen, was der Bauer nicht kennt, ihr wisst Bescheid. So, wir fahren hier lang, wieder an der... ja, wie heißt denn das Ding da vorne eigentlich? Dieses Pellet-Dingens, diese Heizofen, diese Biogas... nee, wie heißt denn das? Augenblick, ich muss mal reinschauen. Wie nennt sich denn das eigentlich? Biomasse-Heizkraftwerk. Ja, ich erinnere mich. Das Ganze wollten wir ja auch in Neumini-Brunn noch anfangen. Kamen wir aber auch nicht mehr dazu. Die Pappeln, die wir dafür angesät haben. Naja, das wäre übrigens so ein Thema, was man hier gut machen könnte jetzt, weil ja dieses Kraftwerk in der Nähe ist. Könnten wir natürlich hier irgendwo mal mit Pappeln beginnen. Das wäre mit Sicherheit auch eine spaßige Geschichte dann im LS25, wenn wir da die Zilonka im Video spielen. Jo, was wir im Stream spielen, weiß ich noch nicht so genau. Auf jeden Fall für den Eröffnungsstream steht die, so wie es im Moment aussieht, steht auf jeden Fall die amerikanische Map, die River Bend und nicht Band Springs an. Habe ich mich dann auch verschrieben. So, wem es noch nicht aufgefallen ist. So, einmal her. Nee. Ja, okay. Ausklappen hinten. Ich gehe mal davon aus, dass er bereits Dingenskirchen hat. Ach so, nee, mein Freund. Wir machen natürlich Arbeitsmoduswechsel. Wir brauchen jetzt die Schwart, denn wir wollen ja anschließend mit dem Ladewagen das Ganze dann reinholen. So, Motor an, abgesenkt. Dann hinten, abgesenkt. Ab die Post. Und dann können wir auf jeden Fall noch ein kleines bisschen mehr von der Seite mitnehmen. Kann ja nicht schaden. Und dann werden wir wie immer hier erstmal ein Vorgewende fahren, denn da vorne hat es ja wieder mal... ein bisschen dunkel ist es schon. Da vorne hat es wieder mal, oder immer noch natürlich, den Graben. Und da wollen wir nicht rein. So. Und wenn wir den dann losgeschickt haben, dann schauen wir uns mal kurz an, was denn unser anderer Johnny macht bei der Aussaat. Ob das soweit funktioniert. Ja, und ich hoffe, es funktioniert auch, dass ich morgen meine DVD bekomme vom LS25. Auf jeden Fall heißt es, wird zugestellt und zwar morgen zwischen 1 Uhr und 23 Uhr. Also das nenne ich ja jetzt mal eine präzise Angabe. Da bin ich ja mal gespannt, ob sich das Ganze hier dann noch, ja, ich sage mal, etwas konkretisiert. Weil zwischen 1 Uhr und 23 Uhr ist jetzt für mich doch ein bisschen weit gefasster Begriff. So, vorne ablassen. Hinten ablassen. Und dann schicken wir mal den Helfer los und dann sollte das, glaube ich, ganz gut passen so. Ja, bin ich sicher. Okay, so, was macht der andere? Der Johnny. Okay, ist schon sozusagen schon auf der dritten Bahn. Dann schauen wir mal ganz kurz. Ja, da oben hat er natürlich, klar, logisch, Vorgewände und so weiter. Da werden wir noch ein bisschen was tun. Hier passt es soweit. Okay, so, wen nehmen wir? Wir nehmen natürlich diesen Schlepper. Und den werden wir jetzt umbauen. Ja, ich überlege jetzt gerade, bauen wir den um? Nee, den bauen wir nicht um. Wir nehmen unseren... wir nehmen unseren ganz normalen Anhänger. Wo haben wir denn den? Den Brandner. So, und dann packen wir die erste Silage rein und schauen mal, wie viel Mist wir haben. Ist das überhaupt ein Brandner? Augenblick. Doch, ist ein Brandner. So. Ja, wir müssen ein bisschen aufpassen, nicht zu viel, da wir ja auch noch etwas für unsere Tierchen brauchen. Lass mich mal kurz reinschauen hier bei den Kühen. Wie sieht's aus? Okay, 36.000 Stroh, Gülle, das passt soweit. Ja, ja, okay. Naja, ich denke, wir kommen rum. Machen wir einfach, lassen wir 10.000 stehen. Beziehungsweise, was haben wir drin? 59.000. Was passt hier rein?
34. Okay, dann können wir auf keinen Fall eine volle Wagenladung noch rüberbringen. Aber lassen wir es erstmal gut sein bei 34. So, und dann müssen wir auch bei Gelegenheit mal antesten, wie es hier mit dem Bunker aussieht. Das machen wir dann mit dem nächsten Grasfeld, was ja dann wirklich auswächst. Okay. Sehr schön, dann können wir das Ganze jetzt erstmal in Gang setzen. Das heißt, wir haben Silage drin und wir werden die elektrische Ladung natürlich sofort verkaufen, genauso wie das Methan. Die Gärreste werden wir natürlich behalten zum Düngen. Hervorragend. 28, jupp. Ja, ich glaube 75 passen da rein. So, dann fahren wir mal rüber zu unserem Kuhstall, wo wir ja jetzt endlich wissen, wo sich der Mist lagert. Aber bis jetzt immer noch nicht herausgefunden haben, wie das angezeigt wird, wie viel Mist denn überhaupt drin ist. So, Befüllung starten. Wie viel Mist hast du mir denn? 3000 ist jetzt natürlich nicht der Burner. Ja, und wie wir dann die Zilonka starten werden. Ich muss ja ehrlich sagen, ich habe jetzt ein paar Videos angeguckt vom LS25 von den Kollegen, die dort unterwegs sind. Und was das Thema Helfer angeht, ist es natürlich nicht ganz so verkehrt, wie ich gesehen habe, dass wir eventuell dann doch mit dem Silo arbeiten, auch wenn es nicht so schön ist, das auf dem Hof ist, auf dem Hofgelände. Also ich weiß noch nicht, ob wir einen komplett neuen Hof bauen oder ob wir dann doch klassisch oben anfangen, nämlich hier oben. Ja, wir können eigentlich auch in die Luft gehen, ne? Weil eigentlich würde man ja anfangen. So, hier drüben, da drüben, glaube ich, ja. Mit dem Hof und den dann halt entsprechend umbauen. Das hat der Yogi ja auch schon gemacht in seinem LS22-Projekt hier auf der Zilonka. Hat aber dann natürlich auch das Silo ausgetauscht. Aber ich habe halt den Verdacht, dass es hier mit den Silos einigermaßen gut mit den Helfern laufen würde als Abfahrer und ähnliches, um dann hier das Material hinzubringen. Ansonsten wäre natürlich schon auf der anderen Seite die Sache interessant, wenn wir eben doch mit dem anderen Hof vielleicht beginnen. Ja, ich weiß. Ich weiß es noch nicht, weil natürlich wäre hier auch optional. Wir haben da hinten dran noch Fläche zum Ausbauen. Ja, wir könnten natürlich auch hier, dann hätten wir hier das Silo. Ja, könnten hier auch noch ein bisschen was machen und da hinten halt auf jeden Fall ein Tierstall mit dieser neuen Weide, mit dieser dynamischen Weide, da könnte man wirklich ein bisschen was anstellen. Das fände ich ganz witzig, hätten dann hier Platz und könnten hier noch was machen. Ja, weil mit den Schuppen hier kann man sowieso nicht allzu viel anfangen, da passt ja fast nichts rein. Und das Farmhaus ist eigentlich okay, wir hätten dann das Silo zentral und ich habe den Verdacht, dass er hier herumfahren könnte. Das würde ich vielleicht erstmal vorher ausprobieren wollen, aber dann könnte man damit arbeiten. Hier, das, da kommt natürlich dann auch weg. Man hätte dann trotzdem hier noch ein Bäumchen und könnte hier dran eben schön bauen. Hier wären entsprechende Optionen. Ich überlege mal, wie wir das am geschicktesten hinkriegen. In der Zwischenzeit schmeißen wir hier natürlich auch noch die Verarbeitung von Mist an. So, Gülle macht sich im Prinzip noch nicht bemerkbar. Dann bringen wir den hier jetzt erstmal weg und holen den Ladewagen und fangen an, das Gras einzusammeln, während ich gesehen habe, dass der 6R schon fast fertig ist. Also der ist gut zügig unterwegs, was natürlich aber auch einfach ist. Lange, schmale Felder mit wenig Wendung, aber du kannst durchfahren, das ist natürlich schon hervorragend. So, jetzt machen wir mal Folgendes, jetzt parken wir hier um, denn so schön auch der Manitou ist, er ist mir ein bisschen hier ein Dorn im Auge, denn der braucht es eigentlich nicht hier in dieser großen Halle. So, dann lassen wir den einfach mal hier stehen. Na, so wollte ich. Ja, da müssen wir noch mal kurz einschlagen.
Hervorragend. So, dann werden wir einmal kurz durchswitchen. Ah, er ist schon fertig. Und der andere ist im Prinzip auch schon fast fertig. Dann können wir oben noch das Vorgewände fahren. So, erstmal einklappen. Haben wir denn noch genügend Material drin? Ja. Ich meine, was man natürlich auch ein bisschen mehr probieren könnte, wäre ja, ob die Helfer es schaffen, auch zurückzukommen zum Hof, ne? Die Fahrerei halt. So, ich meine, das ist natürlich schon ein tolles Feld hier. Da lässt sich gut arbeiten drauf. Unheimlich lang und schmal. So, Vorgewände. Ja, 9 Meter, die bemerkt man halt schon. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, hat er das sehr, sehr ordentlich hier gemacht. Sehr schön. Und während der zusammenklappt, checken wir mal. 680, 98, wunderbar. Und Striegel. Und das mit dem Striegel wird natürlich jetzt auch dann interessant. Weil wenn man ja mit dem Helfer arbeitet, hat man ja immer das Problem, dass man das Unkraut gar nicht sieht. Also jetzt zu striegeln ist eigentlich witzig, da man gar kein Unkraut sieht. Und im nächsten Monat ist es ja dann Hacke. Und bei der Hacke ist es genau das Gleiche mit dem Helfer immer gewesen, dass er natürlich nur dort lang gefahren ist, wo auch wirklich punktuell das Unkraut war. Und dann hatten wir immer die Hälfte noch übrig. Also da bin ich der Meinung, dass wir mit dem GPS-System natürlich wesentlich geschickter dann zu Rande kommen. So, das Grasfeld hier ist als nächstes fällig. Naja, wobei, das ist jetzt glaube ich erst, ja klar, das haben wir erst angesät. Das ist im Wachstum, also das braucht noch ein bisschen. So, das Ding müssen wir irgendwo hier wieder einparken. Ja, da haben wir noch ein Plätzle. Sehr schön. Da läuft noch irgendwo der Motor. Ist klar nie. Und dann mit dem Ladewagen erstmal wieder raus hier. Möglichst ohne irgendwo hängen zu bleiben. Ja, es gibt ja auch viele, viele kleinliche Änderungen, zum Beispiel hier beim Erstellen von den Zäunen, dass man da jetzt auch zukünftig nicht mehr die Tore separat setzen muss, wo man immer ein Problem hatte, ob die auf die richtige Seite aufgehen und vor allen Dingen, dass sie von der Länge her passen. Das kann man jetzt anscheinend im Baumenü direkt machen. Während man den Zaun zieht, kann man dann das Tor ziehen und am Ende praktisch gleich weiterziehen. Also da bin ich auch mal gespannt auf diese vielen, vielen kleinen Änderungen, die es jetzt dann halt auch gibt. Auch diese kleinen Änderungen, die man nicht sofort sieht oder nicht sofort bemerkt im LS25. Aber es gibt da so einiges, wie zum Beispiel eben diese dynamischen Weiden. Man setzt den Kuhstall und dann kann man sich eben noch entscheiden, dass man die Zäune separat praktisch zieht und hat dann eben eine dynamische Weide. Das ist auch eine ganz, ganz tolle Geschichte. Gefällt mir sehr gut. Da bin ich auch drauf gespannt, wie sich das in der Realität dann auch wirklich handelt. So, wir sind da und können auf jeden Fall mal anfangen. Leider ohne Helfer. Das müssen wir wieder selber machen. Aber wir können in der Zwischenzeit unseren Johnny hier vom Feld nehmen. So, interessanterweise, wo der noch lang gefahren ist. Motor an. Dann erstmal vorne zusammenklappen, hinten zusammenklappen und einmal links rum, bitte.
Okay, und jetzt wäre es natürlich spannend zu sehen. Zack, kriegen wir den dahin? Ich glaube nicht. Aber wir können es mal probieren. Oh, er setzt sich in Bewegung. Ja, bleibt wesentlich so knapp auf der Straße. Jetzt müsste er rechts rum. Okay, okay. Naja. So, los geht's. Siliermittel haben wir drin. Tempomat rein. Und Abfahrt. Sehr schön. Ja, das funktioniert doch wieder. Hervorragend, hervorragend. So, das war's wieder mal hier aus dem LS 22. Bald ist es soweit. Bald kommen die ersten Videos vom LS 25 und da werde ich genauso wie ihr alle gespannt drauf sein und vor allen Dingen genauso schlau, was die Bedienung und die Funktionen angeht. Aber da werden wir uns dann gemeinsam reintasten und natürlich auch gemeinsam reinfuchsen und die Erfahrungen sammeln, die man braucht, um dann wieder hervorragend natürlich zu spielen und zu wirtschaften im Landwirtschaftssimulator. Ich bedanke mich fürs Zusehen und dann wie immer darf ich mich tschüss, ciao, cheerio verabschieden. Bis zum nächsten Mal, euer Baden-Farmer.